Attention, ein Tannenbäumchen. Moin, moin, zurück melde ich mich aus dem Urlaub. Da seht ihr mich wieder. Ja, ich bin vielleicht 2-3 Tage zurück. Die Steffi hat sich jetzt auf den Rückweg gemacht. Das heißt, ich bin jetzt wieder hier alleine. Und ab morgen werde ich auch wieder anfangen aufzunehmen und Videomaterial zu produzieren. Das heißt, ich denke mal, wenn wir mal Tacheles reden, ab Montag gibt's frische Videos. Ja, also ein bisschen Zeit brauche ich noch, um mich ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen was zu schaffen und vielleicht sogar schon das Urlaubsvideo ein bisschen vorzubereiten. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich habe jetzt noch eine knappe Woche Urlaub und ja, ich versuche ein bisschen was zu erreichen. Wir werden sehen, was wir da alles hinkriegen. Aber das soll nicht alles gewesen sein. Ich möchte euch noch einen Livestream ankündigen, nämlich schon den August-Livestream am 6.8. Das heißt, der nächste Freitag, also nicht heute, heute ist ja auch Donnerstag, aber auch nicht morgen, sondern halt der Freitag in einer Woche. Und da werden wir dann wahrscheinlich The Evil Within und Terranigma zu Ende spielen. Also ich denke mal, dass wir beide Spiele fertig bekommen. Und somit können wir dann im September-Livestream zwei neue Projekte einfangen. Einfangen. Das erste wird ja Krog sein für PlayStation 1. Da habt ihr ja schon abgestimmt. Und das zweite Projekt, das wird dann auch noch entschieden, werde ich dann aber abstimmen lassen. Ja, wahrscheinlich dann logischerweise am nächsten Streamtag, wenn das Spiel durch ist, Terranigma. Weil dafür aber nicht mehr so viele da sind, ja, dann sind ja die meisten schon weg. Ich sag schon mal hier, was zur Auswahl steht, dann könnt ihr euch schon mal Gedanken machen und gegebenenfalls dann im Stream erscheinen und voten. Also, es werden zwei Spiele zur Wahl gestellt, die nach Terranigma dann praktisch den Nachfolger bilden. Ihr könnt nicht, Quatsch, die Nachfolger von Terranigma haben wir ja schon bestimmt, der Nachfolger von The Evil Within. Aber trotzdem kündige ich ihn schon mal an. Es stehen zwei Spiele zur Auswahl. Entweder wir zocken dann ab September Resident Evil 7, ja, das Hauptspiel. Und Alternative wäre dann praktisch Alien Isolation für PlayStation 4. So, diese, ist das nur PlayStation 4? Moment, nein. Ich habe gerade Mist erzählt für PlayStation 3. Für PlayStation 3. Also Resident Evil 7 oder Alien Isolation. Diese beiden Spiele stehen dann zur Auswahl. Da dürft ihr euch dann entscheiden und gegebenenfalls voten. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt hier was reinschreibt, gilt's nicht. Das Voting machen wir dann im Livestream am kommenden, beziehungsweise, nee, nicht am kommenden, nächsten Freitag am 6.8. So, das dazu. Ja, dann das schon mal vorweg, wollte ich euch schon mal eine freudige Nachricht geben, dass es bald wieder einen Stream gibt, denn es gibt auch eine Nachricht, die nicht so schön ist. Vielleicht haben das ja schon die findigen Zuschauer unter euch gesehen. Ich habe einiges umbenannt bei YouTube, was eine gewisse Playlist angeht und was gewisse Videos angeht, denn unser Sorgenkind, Cannon Fodder 2, kann ich leider nicht fortsetzen. Ich habe nochmal den ältesten Spielstand geladen, den ich da hatte, oder den Speicherstand. Egal was ich mache, also das Spiel stürzt immer an der gleichen Stelle wieder ab. Ich habe es ein paar Mal probiert, funktioniert nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht den Nerv, jetzt gerade frisch erholt nach dem Urlaub, jetzt noch einen dritten Versuch zu starten. Also einen Emulator habe ich ja schon probiert, da ging es nicht mit dem Spiel. Jetzt beim zweiten Emulator, der macht einen guten Eindruck. Jetzt hakt da die ISO, keine Ahnung, wie das da funktioniert, da geht es auch nicht weiter. Ich habe es auf mehrere Weisen probiert und nochmal komplett bis dahin spielen will ich nicht, um dann festzustellen, dass es dann wieder abstürzt, höchstwahrscheinlich. Deswegen wird es leider abgebrochen. Ich habe es schon umbenannt in ein Let's Show. Es wird leider mittlerweile zur Gewohnheit, dass jedes Jahr irgendwie ein Projekt nicht funktioniert. Es tut mir selbst wirklich sehr leid. Ich kann es leider nicht ändern. Ja, einige von euch haben sich drauf gefreut und ja, deswegen tut mir es auch weh. Es sind jetzt nur 7 Parts. Wie gesagt, es heißt jetzt schon Let's Show. Aber ich hoffe, dass ich euch einen adäquaten Ersatz liefern kann. Den habe ich nämlich schon installiert und auch angespielt. Also, ich habe ja das Intro angeguckt, sag ich mal, habe noch nicht wirklich gespielt, ich will mich nicht spoilern, aber ich denke, da werdet ihr mit zufrieden sein, denn auch der Viper-Fan Lars kommt ja zu kurz sonst, ne? Also der Viper-Fan Lars sollte ja zu Gast sein bei Cannon Fodder 2, das kann ich ihm jetzt natürlich noch nicht mehr erfüllen, es sei denn, wir kriegen das Spiel irgendwann nochmal wieder hin, aber erstmal nicht. Er soll jetzt im Nachfolgeprojekt dabei sein. Ja, er weiß zwar noch nichts davon, aber ich sag's jetzt übers Infovideo, vielleicht freut er sich dann ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Das Spiel, was als Nachfolgeprojekt kommen wird, heißt Cannon Fodder 3. Ja, Teil 3 habe ich mir jetzt für Steam praktisch schon geholt und installiert.
Es läuft, ich kann es auch aufnehmen, das habe ich schon getestet, das ist kein Problem. Es ist ja ein ganz normales PC-Spiel, ich muss es nicht emulieren und nichts, deswegen glaube ich mal, dass es da jetzt nicht zu riesigen Problemen kommen wird, unter Vorbehalt. Ne? Aber da werde ich natürlich jetzt erst ein paar Folgen aufnehmen, dass ich Puffer habe, klar. Und denke mal, weiß nicht, ab wann Lars dann dabei sein wird, aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall in dem Projekt da sein und wir werden einen bestimmten Termin finden, dass wir zusammen aufnehmen können. Also, Cannon Fodder 2 leider abgebrochen, dafür startet Cannon Fodder 3 ab Montag. So, das ist das. Das Gute ist aber, Uncharted 2 kann ganz normal weiterlaufen und da werde ich auch morgen dann mich gleich dran setzen und aufnehmen, da habe ich schon richtig Bock drauf. Und ja, wie gesagt, also ab Montag neue Videos und ja, Samstag und Sonntag kommen dann jetzt noch die beiden Livestream-Parts vom letzten Livestream, also vom Juli-Livestream. Da haben wir ja auch noch gestreamt und da habe ich zwei Videos. Also der Stream ist in zwei Teile aufgeteilt und am Samstag kommt der erste Teil, am Sonntag kommt der zweite Teil und am Montag dann neue Videos von Cannon Fodder 3 und Uncharted 2. So, das soll es mit diesem Infovideo gewesen sein. Wie gesagt, denkt dran, Livestream am 6.8.2018 inklusive Voting. Was wollt ihr als nächstes Spiel sehen? Resident Evil 7 oder Alien Isolation? So, und nun wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, was euch jetzt bald bevorsteht. Und mir noch einen schönen Resturlaub. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Woche spätestens. Bis dahin. Tschö.